So, meine Damen und Herren hier im VIP-Raum, auch heute ein ungewohntes Gesicht mit mir. Benny ist dann auch das nächste Mal wieder da. Aber zumindest funktioniert die Technik heute. Wir haben die Nummer 20, Manuel Zeitz, nach der roten Karte in Osnabrück. Heute bist du wieder da. Und das war ein verdammt hartes Spiel, oder? Ja, man kann auf jeden Fall sagen, dass ein verdammt hartes Spiel war. Ich glaube, wir haben von Anfang an alles gegeben. Und ja, zum Schluss sind uns vielleicht etwas die Kräfte weggegangen. Aber das ist, glaube ich, normal, weil wir bis dahin, glaube ich, 80 Minuten Vollgas gegeben haben. Man darf ja auch nicht vergessen, ihr habt am Mittwoch ja schon gegen Preußen Münster gespielt. Englische Woche, das auch schon wieder kräftezehrend. Aber man sieht bei euch eine Entwicklung und das ist ja sehr wichtig in dem Moment, oder? Ja, gerade am Anfang bei so einer neu zusammengestellten Mannschaft ist es verdammt wichtig, dass man von Spiel zu Spiel eine Steigerung sieht. Und ich denke, die war heute wieder erkennbar. Ich glaube auch, wir hätten den Sieg verdient gehabt gegen Erfurt. Und ja, hat leider nicht gereicht, aber eine Entwicklung ist vorhanden. Sprechen wir noch kurz über das nächste Spiel in einer Woche. Der Hamburger SV in der ersten Runde im DFB-Pokal. Das wird wahrscheinlich wieder ein ganz anderes Spiel, oder? Ja, klar wird das ein anderes Spiel wieder. Also, keine Ahnung, für Hamburg ist das erste Pflichtspiel. Und ja, wir sind schon mitten in der Saison jetzt. Und wenn wir alles reinhauen, wird es für Hamburg, denke ich, sehr unbequem bei uns zu spielen. Okay, danke. Manuel muss unbedingt unter die Dusche. Ich danke dir. Viel Spaß noch hier im VIP-Raum. Danke.